asozial und scheiße sowas. Und ganz ehrlich, damals haben schon unsere Vorfahren für die Freiheit gekämpft. DDR, Diktatur, jetzt ist Demokratie. Das ist ja total zurückgebildet, wenn man in den Grundrechten eingeschränkt wird. Ja, das wenn man, ist eigentlich ja, sagen, die zweite Stasi wieder. Aber wirklich? Nur halt dann eben durchs Internet. Und Internet, wie wir es kennen, wird es gar nicht mehr geben, weil so Plattformen wie YouTube wird es gar nicht mehr geben. Es würde kein Gronkh mehr geben, kein Waititi, kein Die Außenseiter, gar nichts mehr. Jo. Und man durfte zum Beispiel, was ich mir dann mal, es hat mich jemand gefragt, wäre es illegal, wenn ich jetzt zu meinem Freund gehen würde und der würde zum Beispiel jetzt Battlefield 3 spielen, das er sich gekauft hat und ich würde zugucken und auch mal ein bisschen spielen, wäre das illegal? Und habe ich gesagt, ja, wenn ACTA wirklich unterschrieben wird, dann ist das illegal. Dann kann deine Mutter dafür ins Gefängnis kommen, weil du bei deinem Freund Battlefield 3 gespielt hast. Ah ja, das ist ein Trick. Es ist wirklich so und ich weiß, es gibt Leute, die denken, ah ja, ich guck jetzt mal und ja, jetzt schiebt man nicht so Panik, aber ich glaube, die Leute haben einfach noch nicht realisiert, wie schlimm das Problem ist, was ACTA alles anrichtet, weil zum Beispiel dieses Let's Play wird dann gar nicht mehr laufen oder Maestia. Ja, das ist. Ja, das wollte ich jetzt nur mal zu meinem Teil gesagt haben und jetzt habe ich zu viel geredet, mein Mund ist trocken und jetzt reden wir. Jetzt ist, finde ich, dieses Thema ist abgeschlossen. Jetzt reden wir über andere Dinge. Über was reden wir? Minecraft. Ja, Minecraft. Eisen, cool. Oh ja, ich hasse Minecraft, das ist so scheiße. Da kann man nur Häuser bauen und Blöcke rumsetzen. Voll langweilig, gell? Ja? Hm. Oh, sowas würde ich nie spielen. Sowas würde ich nie spielen. Gerade spiele ich. So, und durch das ganze Gelaber, also ich weiß gar nicht, wie Gronkh das schafft, ich kann da gar nicht nachdenken, wenn ich so viel rede. Ich habe nämlich mich gerade voll verbaut und muss alles wieder abreißen und die Decke bin ich immer noch nicht weitergekommen. Ich kann es irgendwie langsam, ein kleines bisschen. Aber ich denke mir, wie viel der labert ja ununterbrochen über Zeugen Jehovas und was weiß ich, über was er alles redet. Und denke ich mir, Alter, ich komme nicht mehr mit. Ja, das ist schon der... Tut er wirklich überall jeden Scheiß hier labern. Zum Beispiel jetzt. Zeugen Jehovas, nicht Spaß, wir lassen Zeugen Jehovas aus dem Spiel. Das ist uns natürlicher Rohstoff. Ja. Ich hab's gleich umgemacht. Ich bin jetzt deine Mutter. Was machst du den anderen Leuten so? Entschuldigung, ich wollte dich nicht hauen. Nee, wirklich nicht. Ich wollte dich echt nicht hauen. Ich wollte hier den Stand hinsetzen. Ja, schon klar. Nein, wirklich, wenn ich dich gehaut hätte, hätte ich so über. Was wir wirklich mal machen müssen, wir müssen uns mal ein paar Themen aufschreiben, worüber wir labern. Das ist eigentlich. Ja, das wäre nicht schlecht, aber über ACTA haben wir jetzt bestimmt. Wie lange nehmen wir schon auf? Zeit totgeschlagen? Ich denke, warte mal, ich gucke ganz kurz weiter. Wir nehmen jetzt. Warte. Ich warte immer noch. 16 Minuten sogar. Ja, also wir haben jetzt 16 Minuten über ACTA geredet. Ich finde, das ist schon mal eine Leistung. Naja, das ist ja... Wirklich, ACTA ist wirklich der letzte Dreck. Ja, aber wirklich. Fein. Also Leute, wir sprechen auch ernstere Themen. Nicht nur, er hat LOL gesagt. Das ist keine Demokratie eigentlich mehr, oder? Das ist überhaupt keine Demokratie. Das ist Diktatur schon wieder. Stasi-Diktatur, wie als wären wir als. Ich frag mich, ich reg mich über diese Scheißgesetze auf. Erstens, dass es hinter uns im Rücken gemacht worden ist, das Volk gar nicht mitzubestimmen hatte, eigentlich bis jetzt. Jetzt kommt es ans Tageslicht nach 30 Tagen, wenn der unterschrieben wird. Und zweitens, lernen die Menschen eigentlich nicht aus ihren Fehlern? Ich meine, sind wir in Afghanistan oder was? Das ist total zurückgebildet. Ich meine, die Grundrechte wurden extra nach Hitler gemacht, damit eben jeder freie Meinungsäußerung und jeder sein Recht hat. Auf das, was ihm zusteht. Und durch dieses Gesetz wurde es total eingeschränkt. Dann hat niemand mehr irgendwelche Rechte. Ich meine, ich durfte nicht mal mehr schreiben, Mathe, zum Beispiel jetzt, Mathe ist ein Arschloch. Ich durfte es nicht schreiben. Weil dann wurde Arschloch. Ja, und sein, und sein wie heißt und sein Kumpel ist Physik. Ja, der ist gut. Ja, das durfte ich nicht mehr schreiben. Ja, der würde auch noch zensiert werden. Dann würde zum Beispiel unter einem
Aber gut, ich meine, für Hater wäre das natürlich dramatisch. Ich meine, die könnten dann unter einem Grundvideo steht dann dran, piep, 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 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, piep, 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 piep. Denke ich mir so, ah ja, wollte ich auch gerade sagen, finde ich auch, ja, ja. Ja, voll, das ist ja voll biebisch, Alter. Voll der Bieb, Mann. Gib oh mir Gott. Den Bieb. Ich warte schon darauf, dass irgendwann mal, wenn es soweit ist, in meinen Wahnvorstellungen nur, dass es irgendwann mal so ist, irgendwann in Let's Plays oder egal, allgemein Videos, wenn dann jemand einen Ausdruck sagen will, wird das von irgendeiner Regierung, wird es dann zensiert und dann hört man, wenn sich jemand über irgendein neues Gesetz aufregt, ja, und dieses Piep, 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 ich bin dann, oh Mann. Ich bin wirklich der letzte Piep. Und der kann mich mal an meinem Piep so richtig piep. Der kann so richtig piepen, ne? Ich kann mir vorstellen, ich kann so, sagen, ausschlecken, so, aber... So drei Stunden lang piep, 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 piep. Du hörst wirklich schon ein Let's Play piep. Und dann sagt er nur so, ey, da macht jemand alte Morsezeichen, ich muss zuhören, du Buchstaben aufschreiben. Piep, piep, piep. Oh, ich glaube, ich weiß SOS noch, oder? Piep, piep, piep. Oder nee, ich glaube, warte. Nein, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich hab's mal gewusst. Oh, kann ich nicht Brightness auf 100% stellen? Weil irgendwie ist es mir zu dunkel. Ich mach's. Grafikeinstellungen, Helligkeit. Ja. Okay. Fertig, was wird das? Tut's eigentlich gerade wieder ah, so. Ja, wieso? Weil ich nämlich gerade ganz so besser? Ja, jetzt besser. Ja. Ich hab's gerade so weit nach unten gestellt. Eigentlich hat mein Haar gerade mit dir geredet. So tief unten, wie das Mikrofon gerade war. Ah, ja. Ja, stell dir vor, ich hab ein neues Mikrofon. Yeah! Ich muss mir immer noch ein neues holen. Oi! Ist da was oben? Wenn da was oben ist, den klopp ich zusammen. Ah, ich frag mal meine Sismo, ob die morgen Zeit hat. Ah, das ist heute nicht jetzt Bayern, okay. Fail. Ja. Ja. Alter, ey, wenn du Holz brauchst, frag mich einfach. Ich hab jetzt schon fast 5 Stacks. Hast du Holz für mich? Ja. Ich hätte gerne Holz. Geh mal in die Holzkiste. Ja, warte, ich komm nachher vorbei. Geh mal pennen. Okay. Warte mal. Ja, ich kann pennen. Und jetzt trinke ich einen Schluck von meiner Milch und dann bin ich wieder besoffen. Nein, Spaß. Weil es wurde gerade ein bisschen dunkel im Wald. Hört man das, wenn ich jetzt einen Apfel essen würde? Keine Ahnung. Ja. Scheiße. Oh, aber der ist so gut. Du sagst gerade Apfel. Im Spiel. Ich kann nicht aufhören. So okay. Ja. Ich mag halt einfach Apple, die Marke Apple. Genau. Ich frage mich schon immer, wie kamen die auf das Apple-Zeichen? Ich meine, lag da ein Apfel rum, die so, ey, wir brauchen noch irgendein Zeichen für unsere neue Produktion, Alter. Und der hat von Apfel runtergewiesen und hingelegt, ey, der schmeckt scheiße, wie unsere Produkte. Genau. Man muss sagen, die Äpfel. Was soll ich sagen? Die Äpfel. Gute Produkte. Apple hat gute Produkte eigentlich teilweise. iPhone zum Beispiel. Oh, das war Apple, dieser ja. Saftige Apfel. Ja. Und durch meinen tollen Apfel sind wir schon ins nächste Thema. Apple-Produkte. Also ich finde iPad cool, aber irgendwie finde ich es auch scheiße. Das iPad 2, da... Ja, so. iPad 2, da kann der Akku schnell explodieren. Also der kaputt gehen. Weißt du, was mich voll aufregt, ja? Das ist der Fehler bei der Produktion. Nee, aber, ja schon, aber weißt du, was mich so aufregt? Nein. Immer so im Vierteljahrtakt. Ja, das neue Apple Phone, ja, Apple 3, ja, Apple 3GS, Apple 4, Apple 4GS, das neue Apple 5, es kann jetzt noch viel mehr als Apple 4GS, ihr müsst es euch kaufen für nur 700 Euro, Und dann denke ich mir, wenn wir das mal umrechnen in D-Mark, das sind über, keine Ahnung, über 1000 Euro. Und so viel hat nicht mal ein Kleinwagen damals gekostet. Ich denke mir, man gibt
so viel Geld für ein Handy aus, mit dem man ins Internet gehen kann, SMS schreiben und telefonieren kann. Na gut, ich habe ein Handy, das kostet 500 Euro. Ich habe mir ein Handy gekauft, das hat 90 gekostet. Das kann man so aufschieben wie eine Tastatur. Damit kann ich telefonieren und SMS schreiben. Was brauche ich mehr? Und ich verstehe nicht, wie manche immer mit dem mitgehen. Die müssen haufenweise Geld haben. Wenn die dann jedes Mal, wenn es neue Apple rauskommt, in Japan ist ja ganz schlimm, da warten die dann 3 Tage über Nacht, die 3 Tage vorm Laden, damit die als erste das neue Apple-Phone kaufen können. Hm. Ich denke mal, ihr habt echt kein Leben, Mann. Ja, gut, für mich ist das Handy was. Schreibt euer ACTA-Gesetz weiter. Spaß. Ja, für mich ist eigentlich zur Zeit sehr gut, weil ich für ein Handy habe. Ich kann damit auf den Server zugreifen. Das ist eigentlich sehr gut für mich. Ich sag ja auch nichts gegen Handys, die mehr kosten, aber ich finde es einfach nur scheiße, dass halt Apple so übertreibt mit dem Preis. Ich meine, ist ja toll, wenn es so viel kann, aber ganz ehrlich, diese ganzen Apps kosten ja auch nur Geld. Also eigentlich zahlst du zu den 700 Euro nur noch mehr Geld drauf, wenn du irgendwelche Apps willst. Und die, wo kostenlos sind, sind eh alle scheiße. Nicht alle. Ja gut, aber die meisten. Okay, Wetterbericht und so ist, denke ich mal, kostenlos. Es bringt mir schon was. Aber trotzdem. Gibt aber auch viele coole, zum Beispiel Spiele-Apps, die kostenlos sind. Ich habe zum Beispiel Minecraft. Ja, das okay. Ist cool. Kommen wir zum nächsten Thema. Apps. Nee. Nee, und zwar, kennt ihr das auch? Ihr geht auf eine Seite zum ersten Mal und dann kommt, sie haben gewonnen. Und zwar, sie haben jetzt vielleicht gewonnen. Jetzt geben sie uns ihre E-Mail-Adresse, ihren Wohnort, am besten noch ihre Telefonnummer, dass wir ihnen lauter Scheiß zuschicken können und am besten noch gleich ihre Kreditkarte, dass wir ihr ganzes Geld abholen können. Ha, ha, ha. Ja, das ist und viele, boah, ich gewinne da voll, ich mach das. Vor allen Dingen hier zum Beispiel sind 1000 Besucher. Wenn sie jetzt hier klicken, kriegen sie ja zum Beispiel jetzt ein iPhone oder so. Aber oder echt? Ein iPad. Jetzt bin ich schon so aggressiv, dass ich meine Spitzhacke weggeschmissen habe. Und du musst dich irgendwo registrieren und ja, die Leute machen das dann. Was mich so aufregt. Das Coolste war mit meinem Laptop. Also die haben, ich habe ja extra eingestellt, dass mein Laptop und mein PC 2 verschiedene IPs haben, ne? Ich war jetzt zum Beispiel jetzt mit meinem PC auf der Internetseite. Eine Stunde später mit dem Laptop und ich war bei beiden der eine Millionste Besucher. Mhm. War bestimmt die 5 hinter dir auch noch. Ne, aber was mich so aufregt zum Beispiel, ich will jetzt ja nicht sagen, ich kaufe natürlich auch viele Filme, weil ich einfach irgendwie ein Filmfreak bin, aber ich gucke auch ab und zu mal auf Kino.tour etwas an. Und dann regt mich immer auf, es gibt dann meistens, entweder gibt es nur einen Link zu dem Video, das wir dann anders anschauen kann, und dann geht's nicht. Und, oder es gibt tausend haufenweise, man klickt auf irgendeins, weil man ja nicht weiß, welches man hat. Ich habe jetzt schon meine bevorzugten, aber damals wusste ich so nicht. Habe ich auf irgendeins beliebig random geklickt. Was kommt? Guten Tag, Sie sind noch nicht Premium. Melden Sie sich jetzt an für nur 500 Euro im Monat und Sie müssen einen Vertrag von 2 Jahren machen und dann können Sie mit unserem super HD-TV und Abspielgerät ihr gewünschtes Video anschauen. Ich dachte, wenn mir meine Augen nicht angewachsen wären, die wären mir glaube rausgefallen. Ich dachte mir, ist ja super. Natürlich aufs Kreuz gedrückt. Ich meine, ich mache doch keinen Vertrag. Das ist deine wären sowieso jetzt nicht rechtsgültig. Ja, oder wenn kommt, ja, guten Tag, Sie wollen Filme schauen, Sie sich anmelden müssen und geben Sie doch zufällig noch Ihre Bankleitzahl und Ihre Kreditkartennummer ein. Wir wollen kein Geld abheben oder so. Es ist kostenlos. Dann am besten noch PIN. Ja, am besten noch Ihr Passwort und ach was, heben Sie gleich alles ab und schicken Sie es uns, aber es ist kostenlos. Ach ja, ich habe wieder nur einen Einstieg gefunden. Ja, oder kostenloses Abo, ne? Auf der Rückseite steht dann hier. Mhm. Ja. Na, also 60 Tage und danach kostet es monatlich. Sie haben gerade ein Jahresabo von 5 Jahren gemacht. Hiermit erklären Sie und Sie können es. Und was mich auch immer aufregt, es steht dran,